man eigentlich Yasuo mit Trinity Force spielen? Das kannst du machen, ja. Das war eine Zeit lang, war das mal Mode, aber das ist nicht mehr so gut, glaube ich. Seit Triforce kein Crit mehr gibt und nicht so viel AD, ist, glaube ich, nicht so gut. Und du kriegst ja auch CDR und Mana, was beide Stats sind, die du nicht verwertest, auch wie immer so richtig. Was kannst du gegen Blähungen empfehlen? Du brauchst einen Korken. Und wenn du den Korken, führst du dir dann total schon keine Geräusche mehr. Nee, aber bitte mach das nicht, ich glaube, das bringt dich um. Am besten ist, wenn du Blähungen hast, dann könntest du jetzt sehr viel mexikanisches und bohnenhaltiges Essen essen. Weil schlimmer kann es eh nicht werden. You're welcome, ne? Du als großer Blitzchen-Gott, was sagst du zu dem Buff? Ne, wurde überbufft. Ich glaube, der ist jetzt ein bisschen zu stark, oder? Wir müssen den vielleicht auch mal spielen, der junge Mann. Schöne Runde Rice. Let's go. Rice strong? Ja, ja. Also nicht, wenn ich ihn spiele, aber sonst, ne? Gerade jetzt mit Twitch Prime ist es halt auch so, dass die Leute natürlich, wenn jemand einen guten Monat hat, wenn jemand guten Content macht, dann geben sie ihm den, oder wegen den Emotes, dann geben sie ihm den Prime-Sub. Aber im nächsten Monat suchen sie sich was anderes. Also die Treue der Subscriber zu einem Treue ist das falsche Wort, ne? Du wirst halt rewarded, wenn du guten Content machst auf Twitch jetzt. Viel mehr als früher. Weil Twitch Prime nach jedem Monat neu ausgewählt werden muss. Und dementsprechend ist es halt so, wenn du einen schlechten Monat hast, dann merkst du das auch massiv. Auf jeden Fall ist es bei diesen Langzeit-Subscribern, da sollte man sich eigentlich viel, viel Ärger bedanken. Weil das eben so was Seltenes ist, dass die Leute so lange Gefallen finden an immer demselben Content. Gerade weil bei mir ist es ja auch nicht so, ich habe mich ja jetzt nicht besonders weiterentwickelt. Ich stream immer noch ohne Cam, ich stream immer noch mit einem Potato-Setup. Ich mache immer noch genau denselben Content wie zuvor. And she's dancing like she... Okay, ich sollte aufhören zu singen, ne? Das hat wahrscheinlich jetzt wieder 1000 Viewer gekostet direkt. Ein bisschen aufpassen jetzt hier. Wir könnten, dadurch, dass die AD-Jungle plus AD-Mitte haben, könnten wir für Glacial-Dingsel da gehen. Er hat noch genug Mana und ich nicht. Aber killt ihn ein W, ja, gell? Ich glaube, das W würde ihn killen. Das ist halt sehr, sehr knapp. Wenn ihn das W nicht killt, dann bin ich nämlich tot. Das ist halt sehr, sehr knapp. Wenn ihn das W nicht killt, dann bin ich nämlich tot. Das ist halt sehr, sehr knapp. Wenn ihn das W nicht killt, dann bin ich nämlich tot. Och, nö. Fuck, das hat er gut gemacht mit dem Level Up. Na, my bad. Oh, my bad, ja, da gut gelöst mit dem Level Up. Na, zu gierig, ne? Ich hätte einfach resetten. Ich habe ja TP sogar dabei. Warum TP? Gehe ich nicht einfach resetten und TP? Ne? Oder wir gehen einfach nochmal Base und holen uns Full Mana. Ich könnte jetzt nichts kaufen, aber hey. Ach, das war so boosted, ne? Ich war auch so weit ahead. Wenn ich jetzt nicht den Int mache, dann ist die Lane komplett over für ihn. Das ist trotzdem, wir sind trotzdem fein. Relativ sicher. Wir können später, können wir es foppen, wenn er möchte. Aber dann gehen wir nicht für Glacial Fist. Dann müssen wir den Bild anders bauen. Soll ich jetzt dahin? What? Also. Da war jetzt nicht so gut. Das schon. Okay, so. Wir gehen jetzt als nächstes für Rod of Ages hier. Einfach nur ein bisschen mehr Tanginess aufzubauen. Was ist denn die optimale Damage-Kombo auf Dings zurzeit? Ich weiß gar nicht, ja. Mit was man am meisten Schaden macht hier. Alter, ich bin ein solcher Idiot. Ich bin jetzt zweimal gestorben, weil ich einfach nur ein Idiot bin. Jetzt nehmen wir einmal kurz hier die Wave. Aber ziemlich gutes Rise-Player, bis ich dann der Int kann. Ich glaube, der Vladimir sollte nichts gegen uns machen können hier oben. Wobei wir gleich nochmal resetten müssen, damit wir den Root of Ages holen können. Nice. Ah, das ist immer... Diese beiden Tode von mir sind einfach so bad. Ich hätte Ulti noch mal.
ab. Are you kidding me? Really? Wow, okay. Hätte ich nicht gedacht. Let's forfait? Wieso sollten wir denn forfaiten? Hängt an der Puls hier. Es ist halt nur unsere Botlane, die das Game sehr, sehr schwer macht. Und die sind halt alle super big. Das sind die zwei. Das ist schon okay. Kriegen jetzt super viel Platten, aber. Mate, der hat 60 CS. Und nur weil die einfach überall overextendet und der Fake-Kiss kriegt Smurf der nicht. Surprise, Motherfucker! Wir dürfen uns jetzt nicht tilten lassen von denen. Das heißt, wir sollten für Fulmi und All gehen. Weil die sind alle nur am Spamping hier. Die sind alle nur am Spamping und am Tilten. Das hilft uns nichts. Sondern wir müssen hier versuchen, ruhig zu bleiben. Alter, das gibt's doch nicht, dass das Kuda verfehlt hat. Mann, ey. Da wäre so gut gewesen sonst. Ich glaube, der Dings wäre einfach tot gewesen, der Gragas. Wir können unten weiter pushen in der Theorie. Das ist leider, ich glaube, haben wir nicht mehr so Lust zu defenden, hä? Huh? Es ist schwierig, da was zu machen gerade, aber... Ist aber ein infiebender Kerl. Ja, ist okay. Das war auch nicht... Ich meine, von meinen Toten waren auch viele sehr, sehr unnötig. Jetzt sind wir halt einfach wahnsinnig behind. Sobald wir unseren Seraph haben, können wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr machen. Wir haben aktuell halt noch keinen Schaden. Die Tristana hat so viel Range, das heißt, wir kommen leider nicht an die ran. Ich bin zu nah hingelaufen aber dann. Also wir hatten eigentlich ein gutes Setup und da bin ich gierig geworden, weil ich das Q wollte durch die durch, was dumm war. Ich hätte hier schneller weglaufen müssen. Also ich mache viele Fehler mit meinem Ryze auch. Ansonsten wird das viel besser aussehen. Okay, also Swain ist AFK im Topside Brush. Sehr gut. Die brauchen wir nämlich. Okay, der ist wirklich AFK jetzt, oder was? Okay, die werden für den Mid-In-Hilf spielen hier. Ich glaube nicht, dass wir das verhindern können. Die werden für den Bot-Tür das nächste gehen hier. Okay, die gehen dafür. Aber wir sollten eigentlich fighten können jetzt hier.
Late Game Rise, wie ihr sehen könnt, ist immer noch komplett brutal. Und ja, also ich habe Rise lange Zeit getrashtalkt, aber man kann auch davon ausgehen, dass wir den bei den Worlds ab und zu sehen werden. Weil wenn man die Ulti gut nutzt, hat er natürlich nochmal mehr Verwendungszweck, aber dafür braucht man normalerweise Kommunikation mit seinem Team. So, der Swain hier hat auf jeden Fall mal einen Button of Approval verdient. What? Okay, ne? Und dann gehen wir mal für die nächste Partie, ne? Und schauen, was da möglich ist für uns. Sehr interessant, muss ich sagen. Da bin ich wohl über die Stränge geschlagen, ich alter Toxic Boy, ich, ne? Mann, du, dieser Noe, das ist ein schlimmer Finger, du.